Am 26. November 2013 zerstörte ein verheerender Brand große Teile des Schlosses Ehrenstein in Ortruf. Dass dieses Schloss heute noch steht, ist den Mitarbeitern von insgesamt 28 Feuerwehren zu verdanken. Dies würdigten am 20. August 2014 die Kreissparkasse Gotha und die Raiffeisenbank Gotha mit einer Spende von 100 Euro für jede der 28 freiwilligen Feuerwehren. Wenn ich an den Brandtag denke, ist die Arbeit der Feuerwehrleute großartig gewesen. Negativ hat sich nur ausgewirkt, dass so wenig zur Verfügung standen. Das machte auch die Alarmierung notwendig der 28 Feuerwehren. Wenn man das sieht, kann man nur sagen, die Region hält zusammen. Es gedeiht und die ersten Anfänge sind hier schon gemacht, sodass man hier mit guter Dinge in der Zukunft sehen kann, dass hier wieder ein Prachtschloss entstehen wird. Also die Solidarität war auch sehr gut, da gab es gar keine Frage. Das Institut für Denkmalpflege war hier gleich aktiv, der Museumsverband war aktiv, der Herr Nowak, der war gleich da und hat gefragt, wie er helfen kann. Natürlich hat die Stiftung Schloss Friedenstein, der Herr Huck, der hat uns gleich Trockengeräte gebracht. Wir haben gemeinsam 2.800 Euro, also jedes Kreditinstitut jeweils 1.400 Euro gespendet. Diese Spenden kommen den Feuerwehren, insbesondere den beteiligten Feuerwehren, die hier am Brandeinsatz behilflich waren und unter Einsatz ihres Lebens versucht haben, den Brand und noch Schlimmeres zu vermeiden. Also der Stand ist so weit, dass die Notdächer auf Ost- und Südflüge drauf sind, dass die Lücken geschlossen worden sind, dass innen drin die Trocknung erfolgt sind, die Lehmrollen sind rausgenommen worden, weil die stark mit Wasser beschädigt waren. Und wir als Stadt haben mit dem Stadtrat das Nutzungskonzept beschlossen und das ist die Grundlage für die weitere Planung.